Willkommen zum 9. Deutschunterricht. In den vorherigen Lektionen haben wir uns mit verschiedenen grammatikalischen Aspekten beschäftigt und heute konzentrieren wir uns auf die Modalverben. Modalverben drücken die Möglichkeit, die Notwendigkeit, die Absicht oder die Erlaubnis aus. Sie werden oft mit einem Infinitiv, Grundform des Verbs, kombiniert. Die 6 wichtigsten Modalverben im Deutschen sind können, können, können imstande sein, müssen, müssen, müssen verpflichtet sein, dürfen, 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 erlaubt sein, sollen, sollen, aufgefordert sein, wollen, wollen, beabsichtigen, mögen, mögen, gern haben, auch vielleicht. Modalverben werden konjugiert wie andere Verben, aber sie haben eine besondere Eigenschaft. Der Infinitiv des Vollverbs steht unverändert am Ende des Satzes. Hier sind einige Beispiele für die Konjugation von können, können im Präsens. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie, sie können. Und hier sind einige Beispielsätze mit Modalverben. Ich kann Deutsch sprechen. Du musst heute arbeiten. Du musst heute arbeiten. Wir dürfen ins Kino gehen. Wir dürfen ins Kino gehen. Er soll den Brief schreiben. Er soll den Brief schreiben. Sie wollen nach Hause fahren. Sie wollen nach Hause fahren. Ich mag Pizza. Ich mag Pizza. Beachtet, dass der Infinitiv des Vollverbs sprechen, arbeiten, gehen, schreiben, fahren, essen jeweils am Ende des Satzes steht. Die Bedeutung der Modalverben kann je nach Kontext variieren. Zum Beispiel kann müssen sowohl eine Verpflichtung als auch eine Notwendigkeit ausdrücken. Sollen kann einen Rat, eine Aufforderung oder eine Erwartung ausdrücken. Die Übung für heute besteht darin, verschiedene Sätze mit den Modalverben zu bilden. Versucht, verschiedene Vollverben mit den Modalverben zu kombinieren und verschiedene Konjugationen zu verwenden. Zum Beispiel, ich muss heute einkaufen gehen. Wir können morgen ins Museum gehen. Du solltest mehr Gemüse essen. Modalverben sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Grammatik. Mit regelmäßigem Üben werdet ihr sie schnell beherrschen. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis bald!